Ey yo, was geht ab? This is my cross und ihr wisst Bescheid, ihr wisst ja wer ich bin. Und nein, das hier ist kein neues Let's Play. Nein, das ist nicht Let's Play Super Meat Boy. Nein, das seht ihr total falsch. Nein. Das hier ist bloß ein Ansagevideo. Ich habe ein paar Sachen zu verkünden und nebenbei zocke ich so ein bisschen Meat Boy. Aber das soll euch jetzt nicht stören. Ihr sollt eher drauf aufpassen, was ich euch so Schönes erzähle. Nämlich folgendes. Ich habe gesagt, vielleicht hat es der ein oder andere mitbekommen, dass ich als nächste Projekte 13 Online machen möchte und Crash Bandicoot für die PS1. Ja, aus beiden wird vorerst mal nix, weil A, 13, wo ich Multiplayer zocken wollte mit meinem Coalition Rhymes, das geht nicht so ganz, weil sein PC zickt rum, das Spiel stürzt dauernd ab und macht Verbindungsfehler. Und wir müssen erstmal schauen, an was das liegt, ob das am Server liegt, ob das an seinem Internet oder am PC oder sonst was liegt. Das ist gerade alles noch nicht so genau. Und es kann sich dann eventuell noch ein bisschen verschieben, bis ich 13 dann mit ihm im Online-Multiplayer zock. Das schaue ich mir dann nochmal genauer an, was an seinem PC so abgeht. Zu Crash Bandicoot. Ist folgendes Problem. Ich habe mir eine ISO geholt, ich habe mir einen Emulator geholt, was ich auch alles legal nutzen kann, ja, weil ich eine PS1 hier habe plus Spiel. Und die Sache ist die, mein PC zickt genauso rum bei dem PS1 Emulator und bei der ISO. Er zeigt mir Fehlermeldungen und hast du alles nicht gesehen. Und ja, geht halt nicht. So, das waren eigentlich alle Projekte, die ich machen wollte. 13 zocken online geht nicht, weil Rhymes PC oder Internet oder der Server rumzickt. Und ja, Crash geht nicht, weil mein PC bei den Emulatoren und bei der ISO scheiße rumzickt. Ja. Also, ich bringe noch ein paar Mal in Sägen, weil das kann man halt nicht oft genug sehen. Nee. Ich habe andere Pläne jetzt für kommende Projekte. Jetzt haltet euch fest. Ich werde höchstwahrscheinlich als nächstes Projekt starten. Splinter Cell. Ja genau, ihr habt richtig gehört. Splinter Cell. Tom Clancy's Splinter Cell. Ihr kennt das und ja, was soll ich sagen, ich liebe die Splinter Cell Reihe. Ich habe alle Games hier so neben mir stehen, hier so links da in dem Regal, ihr seht das jetzt alles so. Ihr bildet euch jetzt einfach ein, ihr seht das, das ist vor euch, vor euren Augen. Und ich springe in Sägen. Nee, und ich habe überlegt, ja, warum eigentlich nicht Splinter Cell, ich mag das Spiel total. Und die einzige Frage ist halt, was für ein Teil. Ich dachte erst, ja, warum nicht von Anfang an, Teil 1 und so. Aber dann habe ich mir gedacht, nee, Teil 1 und Teil 2, das war noch so Rotbacken von Grafik und Steuerung. Also fangen wir so ab Teil 3 an. Also, jetzt auf den Punkt gebracht, sage ich dann folgendes. Mein nächstes Solo-Projekt wird zu 80-90%iger Wahrscheinlichkeit Splinter Cell Chaos Theory, der dritte Teil der Tom Clancy Splinter Cell Reihe. So, das war's im Grunde auch schon mit meiner Ansage. Meine Projekte, die ich vorhatte, funktionieren zurzeit nicht wegen dummer Probleme. Was aber nicht heißen soll, dass sie jetzt auf Eis gelegt sind. Nein, ich kümmere mich um die Probleme und dann werde ich sehr wahrscheinlich 13 im Multiplayer zocken mit Rhymes. Und ich werde auch auf jeden Fall Crash Bandicoot noch zocken, weil das sind auf jeden Fall Games, die ich sehr mag. Und ich bin hier gerade einfach mal durch Level 1 gerannt. Fangen wir hier im schönen, netten Glitch-Level an. Das ist echt geil. Und ja, die mache ich auf jeden Fall auch noch, die beiden Projekte. Aber bis die funktionieren,
würde ich sagen, spiele ich eine Runde Splinter Cell Chaos Theory für den PC, wohl bemerkt. Ja, und das war es eigentlich im Grunde schon. Scheiße. Ja, ich probiere es noch einmal hier das Level. Einfach nur... Uah! Okay, ein Continue habe ich noch. Eine Chance ist noch für mich da. Spring mit, Boy. Tu mir den Gefallen. Überlebe es. Runter und... Nein! Dumm, schlecht. Okay, egal. Wie gesagt, das war nur eine Ansage. Wir spielen auch kein Super Meat Boy, weil zurzeit zockt irgendwie jeder zweite deutsche Let's Player auf YouTube Meat Boy und Minecraft. Und ich habe keinen Bock, noch einer zu sein, der das meint, spielen zu müssen. Und wie gesagt, Splinter Cell Chaos Theory ist sehr wahrscheinlich das nächste Projekt von mir. Crash Bandicoot, ich werde mich darum kümmern, dass es bei mir auf dem PC läuft. Dann spiele ich das auf jeden Fall auch. Und ich check Rhymes PC ab. Ich bin sehr wahrscheinlich morgen bei ihm. Und dann schauen wir, warum es nicht funktioniert. Und dann zocken wir auch 13 online. So, das war's im Grunde schon von mir für heute. Ich bin Mycross, ihr wisst Bescheid. Macht's gut und Peace!